Sabine und Michael, 4-2. Das Klassenzimmer, der Klassenraum. Das Klassenzimmer, der Klassenraum. Classroom. You can use both words for this, but in my experience in schools in Germany, the word Klassenraum is used more commonly. Wo ist das Musikzimmer? Wo ist das Musikzimmer? Gibt es ein Klassenzimmer für Sport? Gibt es ein Klassenzimmer für Sport? Welches Klassenzimmer ist sehr groß? Welches Klassenzimmer ist sehr groß? Welches Klassenzimmer ist sehr klein? Welches Klassenzimmer ist sehr klein? Ist es immer warm hier im Klassenzimmer? Ist es immer warm in meinem Klassenzimmer? Ist es zu kalt im Klassenzimmer? Ist es zu kalt im Klassenzimmer? In welchem Gebäude ist mein Klassenzimmer? In welchem Gebäude ist mein Klassenzimmer? Wo sind die Spanischzimmer? Wo sind die Spanischzimmer? Die Geschichte. Geschichte. History. I know we learned it in the last chapter as the word for story, but here in this chapter, we're dealing with school subjects and here it means history. Wer sind die Geschichtslehrer in der Schule? Wer sind die Geschichtslehrer in der Schule? Ist Geschichte interessant? Ist Geschichte interessant? Wer ist ein interessanter Geschichtslehrer? Wer ist ein interessanter Geschichtslehrer? Was lernt man in Geschichte? Was lernt man in Geschichte? Lernt man in Geschichte etwas über amerikanische Geschichte? Lernt man in Geschichte etwas über amerikanische Geschichte? Lernt man auch etwas über deutsche Geschichte? Lernt man auch etwas über deutsche Geschichte? Lernt man auch etwas über chinesische Geschichte? Lernt man auch etwas über chinesische Geschichte? There's supposed to be a T on the word learn, lernt. Siehst du dir Geschichtsprogramme im Fernsehen an? Siehst du dir Geschichtsprogramme im Fernsehen an? Die Stunde, die Stunden, die Stunde, die Stunden, hour, hours. Wie viele Minuten hat eine Stunde? Wie viele Minuten hat eine Stunde? 60? Hat eine Stunde 60 Minuten? Aber wie viele Minuten hat eine Schulstunde? Aber wie viele Minuten hat eine Schulstunde an Belleville East High School? Wie viele Stunden hat ein Tag? Wie viele Stunden hat ein Tag? Ein Tag hat 24 Stunden. Aber wie viele Stunden hat ein Schultag? Aber wie viele Stunden hat ein Schultag an Belleville East High School? Wie viele Stunden hat ein deutscher Schultag? Wie viele Stunden hat ein deutscher Schultag? You can see there is the Stundenplan, the schedule for OSG stands for Otto Schott Gymnasium, and that's our partner school in Mainz. And as you can see, they have 11 class hours throughout the day. Everybody's schedule is different, so it's possible you might not have an 11th hour, but you could. But it would not be every day. Welches Fach hast du in der ersten Stunde? Welches Fach hast du in der ersten Stunde? Welches Fach hast du in der zweiten Stunde? Welches Fach hast du in der zweiten Stunde? Welches Fach hast du in der siebten Stunde? Welches Fach hast du in der siebten Stunde? Macht sich Notizen. Macht sich Notizen. This is to take notes. You know, in English we take everything. Germans make notes instead of take notes, but it means takes notes. Machst du dir Notizen in Sport? Machst du dir Notizen in Sport? Machst du dir Notizen in Geschichte?
Magst du dir Notizen in Geschichte? Magst du dir Notizen in Englisch? Magst du dir Notizen in Englisch? Magst du dir Notizen in Mathe? Magst du dir Notizen in Mathe? Was schreibst du? Was schreibst du? Magst du dir Notizen auf den Arm? Magst du dir Notizen auf dem Arm? Magst du dir Notizen auf dem Schuh? Magst du dir Notizen auf dem Schuh? Schreibt an die Tafel. Schreibt an die Tafel. Writes on the board. Or writes on the chalkboard. Or whiteboard. Schreiben Schüler an die Tafel? Schreiben Schüler an die Tafel? Oder schreiben nur Lehrer an die Tafel? Oder schreiben nur Lehrer an die Tafel? Welcher Lehrer schreibt nicht an die Tafel? Welcher Lehrer schreibt nicht an die Tafel? Was schreibt man an die Tafel? Was schreibt man an die Tafel? Schreibt man an die Tafel mit Kreide oder mit einem Marker? Schreibt man an die Tafel mit Kreide oder mit einem Marker? Der Unterricht, die Unterrichten, der Unterricht. Die unterrichten. Class or lesson? Class or lesson? So if you say you're in German class, you say, call it Deutschunterricht. Wenn alles schläft und einer spricht, so nennt man das den Unterricht. Wenn alles schläft und einer spricht, so nennt man das den Unterricht. Welcher Lehrer gibt interessanten Unterricht? Welche Lehrer oder Lehrerin gibt interessanten Unterricht? Wer gibt schlechten Unterricht? Wer gibt schlechten Unterricht? Hast du nach der Schule Klavierunterricht? Hast du nach der Schule Klavierunterricht? Hast du nach der Schule Sportunterricht? Hast du nach der Schule Sportunterricht? Hast du Fahrunterricht? Hast du Fahrunterricht? Which they usually call Fahrschule. Hast du Jedi-Unterricht? Hast du Jedi-Unterricht? Wer gibt Jedi-Unterricht? Wer gibt Jedi-Unterricht? Wie lange gibt man Jedi-Unterricht? Wie lange gibt man Jedi-Unterricht? Glaubt, glauben, glaubt, glauben, believes. To believe. Glaubst du an Gott? Glaubst du an Gott? Glaubst du an den Teufel? Glaubst du an den Teufel? Glaubst du an Sankt Nikolaus? Glaubst du an Sankt Nikolaus? Glaubst du an Krampus? Glaubst du an Krampus? Glaubst du an den Weihnachtsmann? Glaubst du an den Weihnachtsmann? Glaubst du, mein Unterricht ist interessant? Glaubst du, mein Unterricht ist interessant? Glaubst du, Deutsch macht Spaß? Glaubst du, Deutsch macht Spaß? Zuerst, zuerst, first. Was kam zuerst? Das Huhn oder das Ei? Was kam zuerst? Das Huhn oder das Ei? Gute Frage. Wer kam zuerst? Adam oder Eva? Wer kam zuerst? Adam oder Eva? Adam kam zuerst, aber Eva hat den Apfel zuerst gegessen. Adam kam zuerst, aber Eva hat den Apfel zuerst gegessen. Was magst du zuerst? Küsst du deine Mutter zuerst oder umarmst du deine Mutter zuerst? Was magst du zuerst? Küsst du deine Mutter zuerst oder umarmst du deine Mutter zuerst? Ein schlechter Cowboy schießt zuerst und fragt danach. Ein schlechter Cowboy schießt zuerst und fragt danach.
Der Lehrer, die Lehre, der Lehrer, die Lehre, male teacher. Die Lehrerin, die Lehrerinnen, die Lehrerin, die Lehrerinnen, female teacher. Der Schüler, die Schüler, der Schüler, die Schüler, male student. Die Schülerin, die Schülerinnen, die Schülerin, die Schülerinnen, female student. Would like to point out that Schüler and Schülerin are what students are called through grade school and through high school. But once you get into college or university, you become der Student or die Studentin. Interessant, interessant, interesting. Die Klasse, die Klassen, die Klasse. Die Klassen. This is a word for what grade you're in. Ninth grade, 10th grade, 11th grade, 12th grade. If you're in ninth grade, that is neunte Klasse. If you're a sophomore, zehnte Klasse. It can also be used for the word for class, but most of the time in Germany, it's for what grade level you're in. Zwinkert, zwinkern, zwinkert, zwinkern, to wink, winks. Die Notiz, die Notizen, die Notiz, die Notizen, note, notes. Denkt, denken, denkt, denken, thinks, to think. Die Tafel, die Tafeln, die Tafel, die Tafeln. Board, whiteboard or chalkboard. Unterricht. Unterrichten, unterrichtet, unterrichten, teaches, to teach, lehrt, lehren, lehrt, lehren. This also means to teach. It maybe is a little bit more formal than unterrichten. Dann, dann, then, danach. Danach, after that, or thereafter. Zuletzt, zuletzt, lastly or finally.